So, hi Leute, ich grüße euch. Heute gibt es eine neue Online-Lesson. Und zwar heute spielen wir den Sha'anba. Heute zeige ich euch den Rhythmus Sha'anba. Das ist ein fantastischer Rhythmus, der gehört mit zu den Rhythmen der Roll-Ons. Und es ist ein Dschungelrhythmus und deswegen habe ich ein bisschen was aufgebaut hier. Ein kleines Dschungelmotiv. Die Energie, also die Atmosphäre von dem Rhythmus ist Sonnenuntergang im Dschungel. Das Blätterdach ist marktgrün, es duftet betörend, es ist mystisch, es ist geheimnisvoll im Dschungel. Und irgendwo da im Dschungel hörst du diesen Rhythmus. Und ich spiele den erstmal flott, bevor ich den euch genau zeige. Ja? Du hörst da genau diesen Rhythmus, tief im Dschungel. Also, das ist der Sha'anba. Jetzt zeige ich euch, wie der geht. Also, du beginnst mit der Haupthand im Bass. Ja? Die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd. Bei mir ist die Haupthand meine rechte Hand. Und ich mache es mal ganz langsam erstmal. Das ist er. Es sind 8 Schläge. Ich wiederhole. Jetzt mache ich es nochmal ganz langsam. Haupthand. Wirklich sehr langsam. Gar nicht so einfach. Alright, so. Also ich werde auch unten im Video, siehst du dann auch nochmal, habe ich es aufgeschrieben, falls du das gerne sehen möchtest, wie das aussieht, geschrieben. Ja, guckst du dann einfach, probier es dann einfach so. Also, jetzt spielen wir dann mal, wir fangen gemeinsam jetzt mal langsam an und dann ist das Video auch schon beendet. Jetzt fangen wir gemeinsam langsam an und werden allmählich schneller. Ja. So, das ist der Sha'anba. Es ist mein persönlicher Lieblingsrhythmus. Es ist übrigens auch der Rhythmus der Liebe und der Rhythmus des Mysteriums. Und wie gesagt, es ist Sonnenuntergang im Dschungel. Ja, was gibt es noch zu sagen? Außer viel Spaß beim Üben. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach dazu. Ja, ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Hier ist Ingo.